Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Retro Panda quält sich. Heute mal wieder mit einem Gameboy-Spiel und zwar The Hunt for the Red October, also auf Deutsch die Jagd zum Roten Oktober. Eine Lizenzversoftung zu einem Film. Den Film habe ich persönlich noch nie gesehen, hat aber glaube ich irgendwas mit U-Booten zu tun. Also schauen wir mal, was sie daraus gemacht haben. Das Spiel habe ich mir für diese Serie ausgesucht, weil ich gelesen habe, dass das richtig, richtig, richtig frustrierend schwer sein soll. Nicht unbedingt schlecht, aber einfach viel zu schwer. Deswegen schauen wir doch einfach mal rein, wie genau sich das Ganze spielt und so weiter. Ich finde es vor allen Dingen faszinierend, wie viel die komische oder Erwachsenen, nicht komische, Erwachsenen-Filme auf den Gameboy portiert haben. Ich meine, der Gameboy war ja eigentlich eher so für Kinder und frühe Jugendliche gedacht, aber was da für Filme gab, Terminator 2, hier The Hunt for Red October wird wahrscheinlich auch eher für Erwachsene gedacht sein. Also schauen wir mal. Also wir werden ja begrüßt mit schöner Musik. Ist das die Sowjet-Hymne oder ist das die Amerika-Hymne? Die Amerika-Hymne ist es glaube ich nicht, ne? Das müsste die Sowjet-Hymne sein. Da haben wir ja auch den Sichel und den Hammer. Wir können hier aussuchen. Hallo? Ich wollte eigentlich aussuchen. Warum pausiert er das den Hauptmenü nicht, wenn ich mir was aussuchen will? Ich hätte da noch nichts gedrückt. Okay, Story. Am 12. November 1984, ungefähr 4 Monate bevor Mikhail Gorbatschow die Macht der Sowjetunion übernommen hat, ein russischer Typhoon-Class-U-Boot, keine Ahnung, Typhoon-Klasse, keine Ahnung, hat die Oberfläche des Atlantiks kurz überhalb nördlich des Bermudas, bla 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 bla. Ja, böses Sowjet-U-Boot, wir müssen es, denke ich mal, jagen. Oder sind wir das U-Boot? Ich hätte vielleicht doch vorher den Film sehen müssen, ne? Sean Connery, der ist, glaube ich, auch ein Klassiker, ne? Naja, gut. Schauen wir mal, ne? Okay, schönes Sonar. Also, Plattformer wird es wahrscheinlich nicht sein. Minispiel, denke ich mal, auch nicht. Ach so. Ich dachte, es geht los. Okay, jetzt aber. Okay. Das Bermuda-Dreieck ist aber woanders, ne? Das ist so Island. Okay, ich kann nach oben und unten. Links und rechts. Ich spiele das U-Boot hier. Ich habe unten so eine kleine Karte. Okay. Da schieße ich. Ah, okay. Also auf B schieße ich. Ja, ich. Keine Ahnung. Im Zweifel wird es irgendwie so eine Suchrakete sein oder irgendwie sowas. Ja, okay, gut, da unten ist die Karte, kann ich mich... Ja, gut, ich habe den Felsen gerammt, mein Gott. Mal gucken, da sind die blinkenden Punkte da wahrscheinlich Gegner? Oder was Einsammelbares? Nee, Einsammelbares. Da bewegt sich oben was. Piu, 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 piu. Okay. Also diese Suchraketen sind wesentlich effektiver. Auch wenn die gleich aussehen, aber hier dieser normale Schuss, der einfach nur geradeaus geht... Boah, ey. Puh. Jetzt muss ich mich jetzt auch hier durchnavigieren, ne? Also, das ist ganz schön eng, muss ich sagen. Aber die Musik ist in Ordnung. Ah, ah, scheiße, scheiße. Ich wollte eigentlich nicht so viel fluchen. Okay, das ist einfach ein Schiff, was... Ja. Was soll ich denn... Was sollte ich denn da jetzt gegen machen? Ey! Hallo? Ja, Halleluja, ey. Hier ist doch einer. Boah, Komm ich hier überhaupt durch? Toll, da kann ich mich reparieren, ey. Danke. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Ja, geil. Ja, Rückwärtsgang. Düt, 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 düt. Ah, er dreht sich. Nach einiger Zeit dreht er sich jetzt. Jetzt muss ich hier wieder bei dem Kackschiff vorbei. Ah! Ah! Dreh dich um!
Okay, ist immerhin realistisch wahrscheinlich. Ich schätze mal, so ein U-Boot wird sich nicht allzu schnell. Oh, das war aber knapp. Nicht so schnell umdrehen lassen, wollte ich sagen. Okay, das Power-Up da oben sammle ich mal nicht ein. Also laut Karte müsste ich hier eigentlich weiterkommen. Ey, das ist echt. Vor allem, man kann den. Das ist ja teilweise so eng. Man kann den Sachen ja gar nicht ausweichen. Selbst wenn ich irgendwie wollte. Okay, hier. Ah, vor allem, wir sind so langsam. Hier die gegnerischen Klein-U-Boote, das geht ja noch, ne? Obwohl da oben, das sieht wie eine Turbine aus. Dann werde ich bestimmt schneller, ne? Hier mache ich mal eine. Was? Der hat das zerstört? Die Gegner können die Power-Ups zerstören. Ist aber unfair hier. Uncool. Nicht cool, Leute. Ja. M. Was kann ein M bedeuten? Ach, Missiles. Wahrscheinlich sind das die. Ja, da sieht man es da unten links. Hier dreh dich um. Ajo. Wie kann ich denn. Ja. Wie soll ich denn da entkommen? Ich bin voll langsam. Ich tauche hier mal. Was? Ganz ehrlich, was soll ich da machen? Zack, hier kriegst du den Lenkrad. Ei. Selbst auf Lenkraketen kann man sich nicht verlassen heutzutage, ey. Puh, wie lange ist das Level noch, ey? Ja. Also. Sind U-Boote im echten Leben echt so einfach zu zerstören? Ich müsste eigentlich schon längst tot sein, oder? Also, meine Game Over sein. Okay, so, wir gehen mal hier. Ja, wie soll man denn da ohne den Boden zu berühren durch, hä? Hier. Wenn ich. Ihr seht die Länge. Ich hab doch die Wand noch nicht mal berührt. Dafür berühre ich sie jetzt hinten. Oh. Komm hier. Zack. Rakete. Ja, da kriegt natürlich der obere da. Und schon wieder das Power-Up. Ich wollte jetzt endlich mal die Schraube einsammeln. Okay. Ich sehe gerade, ein bisschen Zeit haben wir noch. Einmal versuche ich es noch. So ein paar Sachen habe ich jetzt gelernt. So. Was habe ich das Power-Up selber zerstört aus Versehen? Wieso kann man hier Power-Ups zerstören? Warum? Was für einen Sinn hat das? Warum? Also, wer kam auf die Idee, dass das vernünftig wäre? Verstehst nicht. Warum ist da ein Reparaturdings? Also wenn man jetzt schon beim ersten verletzt ist. Das war. Gar nicht mal so schlecht ausgewichen, würde ich sagen. Ha, kann auch rückwärts schießen. Okay. Also im Prinzip kann man nur. Ja, okay, Raketen werden es nicht sein. Es werden Lenktorpedos sein. Ich versuche es hier mal da ganz unten zu. Ja, hier. Ganz ehrlich. Ach, hier war ja eine Sackgasse. Wie soll ich diesen Schiff, was mich da oben bombardiert. Diesen Wasserbomben, was das wahrscheinlich sein soll, den könnte ich ja zumindest theoretisch ja noch ausweichen, ne? Aber diesen Lenkraketen. Ja, sogar dadurch. Leute, bei mir verhaken sich die bei der kleinsten Andeutung eines Felsens. Und der bescheißt. Auch da. Ich weiß nicht. Hat das von euch einer damals gehabt? Also wenn ja, tut ihr mir echt leid. Also grundsätzlich, das Spiel macht, was es filmmäßig macht, ja sogar einigermaßen Sinn. Gameplay an sich ist auch okay, würde ich sagen. Oh, scheiße, ich habe jetzt keine Raketen mehr. Ist okay.
Ich hab's doch da gar nicht berührt. Nee, also. Tut mir leid, Leute, aber. Ich verstehe, was sie damit versucht haben. Und das Spielprinzip an sich ist auch okay. Also, sie hätten ja irgendeine Minispielsammlung draus machen können. Okay, Plattformer wird bei sowas schlecht. Irgendwie Sean Connery durch irgendwelche. Keine Ahnung, was schicken, aber naja. Aber das ist einfach viel zu schwer. Vor allem, das ist das erste Level. Das sind die ersten 5 Minuten, die ich gespielt habe. Und man wird sofort bei jedem kleinen Scheiß bestraft. Das ist nicht in Ordnung. Also, das ist schlechtes Game Design. Und vor allem dieses Schiff, was dann da oben ist, was einen noch unter Zeitdruck versetzt. Und man muss halt durch diese engen Kavernen da navigieren. Ey, das geht gar nicht. Nee, also, nee. Die Schwierigkeit, was ich so gelesen habe, das stimmt vollkommen. Nee, also, das ist echt nix. Gut, dass ich mich nicht für einen normalen Tester durchquälen muss. Ich glaube, das hätte ich auch ohne Cheats oder sowas überhaupt nicht geschafft. Aber, naja gut, danke, dass ihr euch mit mir gequält habt. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.